Ja, damit herzlich willkommen zurück zu Hogwarts bei der nächsten Folge. Bevor wir hier durchstarten, möchte ich nochmal euch kurz darauf hinweisen, wer Bock hat auf das Spiel, nutzt gerne unten meinen Affiliate-Link. Ihr zahlt nicht mehr, ihr unterstützt mich durch den Kauf über Instant Gaming. Ist jedem natürlich frei überlassen, ne? Ich trigger das nur gerne mal an, würde mich freuen. Ansonsten genießt einmal das Let's Play nach geräumigen, Fehlstarts haben wir das jetzt mittlerweile Gott sei Dank im Griff. Ansonsten lasst gern ein Like da, weil dann sehe ich auch, dass sich Leute das Video angucken und dass es denen gefällt. Und da kann man halt auch für die Zukunft so ein bisschen planen. Wir werden jetzt mal ein bisschen im Inventar weiter durchgehen. Wir haben da einige Ausrufezeichen. Wir werden uns das mal angucken, was wir hier so haben. Ach, hier können wir noch ein bisschen was abholen. Okay. Okay, was haben wir denn noch Neues hier? Das hatten wir ja in der letzten Folge alles eingesammelt hier. Das brauche ich auch nicht nochmal vorzulesen. Das kennen wir ja schon. Aber ich möchte bitte, dass die Ausrufezeichen weg sind. Ich habe gesagt, ich möchte, dass sie weg sind. Ach, hier. So, was gibt's denn? Ach ja, das sind jetzt die Gegenstände hier. Die gucken wir uns gleich im Ausrüstungsslot an. Ja, ansonsten hoffe ich, dass es euch bisher gut gefällt, das Let's Play. Dann werde ich auch gegebenenfalls in der Zukunft ein bisschen mehr davon sowas aufnehmen. Dann schauen wir mal, was haben wir denn hier bekommen? Ja, gut. Hilft mir nicht mal ansatzweise. Hier haben wir was Neues bekommen, das können wir uns gerne mal angucken. Sieht gar nicht so verkehrt aus, aber passt noch nicht so ganz mit der Farbe. Gut. Die Schatzkarte, die kennen wir noch. Genau, das hatte ich auch in der letzten Folge vorgelesen. Ansonsten sind wir hier erstmal durch. Wollten ja jetzt zurück. Aufträge. Da wollten wir hin. So, eigentlich könnten wir uns porten, ne? Dann machen wir das doch. Wohin müssen wir denn? Von da zum Schloss. Dahin. Dann porten wir uns gleich hier hin. Geht's nämlich weiter. Wir werden jetzt den nächsten Zauberspruch kennenlernen. Der uns dann natürlich weiterhilft in der Hauptquest. Wir sind ja in der Hauptquest sind wir ja stehen geblieben mit dem Zauberstab von Ollivander, der gesucht wurde. Und jetzt wollen wir ja dort in irgendeinen Untergrund, irgend sowas. Wollen wir rein, aber dazu brauchen wir halt den Zauberspruch. Um dort noch die Buchseiten zu finden. Von ganz am Anfang waren wir ja in der verbotenen Bibliothek und haben dieses Buch gefunden. Da fehlen ja die Seiten. Und vermutlich sind die Seiten auch dort, wo wir jetzt hin müssen. Also nicht jetzt, sondern nachdem wir den Zauberspruch da kennengelernt haben. Hi, was geht? Hallo, hallo, ich hab's eilig. So, dann schauen wir mal.
Aber warum war ich jetzt im Unterricht nicht dabei? Hallo. Ich hoffe, Sie haben alles geschafft, was ich Ihnen... Professor, ich habe Ihre letzten Aufgaben alle abgeschlossen. Gut gemacht. Dann sind Sie bereit für Expelliarmus. Geben Sie Acht. Mit dem Entwaffnungszauber können Sie selbst die mächtigsten Hexen und Zauberer entwaffnen, mit denen Sie es zu tun kriegen. Ja, perfekt. Zaubern erfordert Konzentration und einen ruhigen Zauberstab. Gute Arbeit. Die Puppe ist hier, falls Sie noch üben möchten. So, wo ist denn die Puppe? Ach, da hinten. Expelliarmus! Sie scheinen auf dem richtigen Weg zu sein, aber üben Sie weiter. Expelliarmus rettet Ihnen vielleicht mal das Leben. Levioso! Expelliarmus! Okay, cool. Jetzt haben wir den Zauber. Achso, Entschuldigung, bevor ich jetzt hier wegrenne. Hast du noch irgendwas? Professor, hätten Sie einen Moment? Natürlich. Was gibt es? Haben Sie Hogwarts besucht? Oh. Haben Sie eigentlich auch Hogwarts besucht? Ja. Ich bin stolzes Mitglied des Hauses Ravenclaw, so wie Sie. Warum fragen Sie? Ich wüsste gern, wie sich Hogwarts in den Jahren verändert hat. Verstehe. Wie Sie sicher schon vermutet haben, steckt das Schloss voller Überraschungen. Ich wage zu behaupten, dass sich hier mehr bewegt als die Treppen. Was die Schüler angeht, nun, sie scheinen jedes Jahr fähiger zu werden. Obwohl, zu meiner Zeit haben wir genauso viel Unfug gemacht wie Sie jetzt. Als Schulsprecherin habe ich bei allen Arten von Streichen weggesehen. Aber auch ich habe einmal einen gewissen Phineas Nigellus Black ermahnt, weil er in der Vorlesung einen Zuckerfederkiel gegessen hat. Ich wusste nicht, dass Sie und Professor Black hier zur selben Zeit Schüler waren. Der Schein kann nun mal trügen. Wissen Sie, ich wurde einmal von der Zeit selbst verwundet. Naja, ist das jetzt schrecklich oder faszinierend? Bohren wir noch einmal in der Wunde rum oder reden wir das Ganze gut? Wir reden es gut. Von der Zeit? So etwas hätte ich mir nie träumen lassen. Nun ja, das war eben das Risiko meiner vorherigen Stelle. Sie haben vielleicht schon gehört, dass ich jahrelang eine Unsägliche im Ministerium war. Eine Unsägliche? Was hat... Ah, wie Sie sich denken können, kann ich nicht darüber sprechen. Es genügt zu sagen, dass die Aufgabe nicht ungefährlich war. Nun, ich hoffe, ich konnte Ihre Neugier vorerst befriedigen. Das konnten Sie. Danke für Ihre Zeit, Professor. Üben Sie weiter Ihre Handarbeit. Man muss stets auf Unfug gefasst sein, sowohl innerhalb als auch außerhalb des Schlosses. Revelio. Legion, Expelliarmus. Ach, Sie üben wohl noch. Nö. Wollte nur mal kurz, bevor ich jetzt halt. Gut, wir machen weiter in der Hauptquest. Da werden wir uns aber jetzt hinporten. Dahin. Okay, so wie es aussieht, ist das ein verbotenem oder doch verbotener Wald? Keine Ahnung. Jo, da ist es auch. Jo, was geht? Oh Gott, wir müssen da rüber und da drüben waren ganz viele Gegner. Naja, dann ist es halt so. Aber vielleicht nehmen die uns erstmal gar nicht wahr.
Das hole ich aber noch mit. Ja, okay, haben Glück gehabt. Ausrüstungsschlot ist voll. Ist aber jetzt schlecht. Dann gucken wir kurz nach. Mäntel. Okay. Wir müssen danach mal zum Händler. Müssen ein bisschen was verkaufen gehen. Oh, hier bin ich. Dunkel geworden. Wie versprochen. Ach, hier. So sieht man sich wieder, Richard Jector. Es überrascht mich nicht, dich hier zu sehen. Nur Ravenclaws würden so weit reisen, um Wissen zu erlangen. Schön gesagt. Wie geht es jetzt weiter? Folge mir. Ich werde dich so weit bringen, wie ich kann. Aber ich fürchte, es widerstrebt mir, den Ort meines Ablebens aufzusuchen. Halte Ausschau nach einer Vogeltränke. Wenn du sie findest, sag Intramuros. Ich glaube, das ist Latein. Oder Griechisch. Wie du dir denken kannst, habe ich in der Schule nie gut aufgepasst. Wollen wir? Gibt es neben der Vogeltränke noch etwas zu beachten? Ja, es gibt einige Orientierungspunkte. Eine Steinbrücke, ein Wasserfall und ein See, denke ich. Du wirst schon sehen. Das war sehr hilfreich. Danke. Es ist erstaunlich, wie viel mir unglücklicherweise wieder einfällt. Ja, mit jedem Schritt, den wir uns nähern, kehrt mehr meiner Erinnerung zurück. Am besten lasse ich dich nun allein. Bleib einfach auf dem Weg und halte Ausschau nach der Vogeltränke. Adieu. Ist das jetzt Latein? Oder doch Griechisch? Weiß nicht, ob das so gut ist. Ich muss einfach weitermachen. Der Wasserfall. Für einen Dieb ist Jector überraschend verlässlich. Mich verwundert es, dass wir immer genau an den Gegnern vorbeilaufen. Lauf einfach mal, wie es mir angezeigt wird. Seltsam feierlich, dieser Ort. Hirsche sind so majestätische Wesen. Hirsche. Da, genau wie Jector es beschrieben hat. Sie können sich ja gar nicht vorstellen, wie Alter, es schreckt mich doch nicht, ist immer so. Intramuros. Hier draußen wird euch niemand hören. Randok wusste, dass du uns zu dem führen würdest, was du versteckst. Anhänger werden Ranrock nichts mehr berichten. Mal sehen, wohin Jector mich geführt hat. Hm.
Oha, wo geht's jetzt hin? Wie groß dieser Ort wohl sein mag. Wenn ich auf das Symbol schieße, leuchtet es, aber nicht lange. Oh nee. Sind das nicht Spinnen? Das waren Spinnen. Okay. Oder die schlafen gerade und kommen gleich. So, also. Achso, ich muss da runter, ne? Oder darüber. Beeindruckend. Dorthin muss das alles führen. Jemand wollte hier unten keinen Zufallsbesuch haben. Ob einer meiner Zaubersprüche mir hierbei helfen könnte? Oh, wenn hier Spinnennetze sind, dann kommen hier... War ja klar. Expelliarmus! Protego! Sturmo! Sturmo! Vigioso! Sturmo! Protego! Sturmo! Hier noch, was hier so ist. Ich komme gleich eh hin. Oben rumgehe, komme ich bestimmt gleich eh dahin. Aha. Da komme ich da hinten gar nicht weiter. Nee, nicht kämpfen. Wenn ich hier durchgehe, kann ich. Warte mal. Ins Zentrum. Ich kann erst kämpfen, wenn ich hier durch bin. Die fasse ich nicht an. Ich geht. Ach du Scheiße. Ich glaube, ich muss hier mal weg. Kann mich nicht schützen. Hallo? Ich kann... Oh, ich muss hier weg. Geht jedes Mal in die Animation da rein. Ja, ich lass ihn mal kommen.
Muss ich hier überhaupt lang? Da ist noch eine. Ja, komm, ja, die kommt hier, oder? Nee. Hallo? 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 Ich glaube, das war's. Ja, mein Ausrüstungsslot ist ja voll. Müssen wir mal gucken, ob wir da irgendwas hinbekommen. Müssen wir hier gucken, was haben wir hier? Ja, scheiß drauf. Handschuhe würde ich auch einen einfach wegmachen. Schon mal zwei. Gut. Sieht so schäbig aus, ne? Tut mir echt leid, aber der muss weg. So, jetzt haben wir wieder drei Ausrüstungsslots frei. Ich sehe irgendwas Dickes dabei. Incendio. Das bringt hier drin, glaube ich, nichts. So ein Festumhang, oder? Oh, ah. Nice. Der gibt uns nochmal ordentlich Points. Okay, hier lang hätten wir eigentlich nicht müssen, sind aber, haben ein bisschen gekämpft. Ja, bisschen geskillt. Die Frage, müssen wir hier nach links oder nach rechts? Ich gehe mal nach rechts. Ob ich die Plattform irgendwie verschieben kann? Ja. Ich weiß wie. Also ich vermute, ich weiß wie. Oh, nö, Alter. Oh, Spinnen sind so schrecklich, ne? Ich sag's euch. Ich bin froh, dass Richard Jackdaw mir etwas hinterlassen hat. Aber wo kann er sein? Akio. Ja. Und wo kommen die nächsten Spinnen her? Hier ist zwar nirgends ein kopfloses Skelett, aber dafür kann ich mich wenigstens hier bedienen. Revelio.
Komm ich jetzt nochmal da hoch? Ist aber jetzt schlecht. Ich komm da nicht mehr hoch. Aber warte mal. Hier, das sieht irgendwie so ein bisschen kriminell aus. Naja, doch nicht. Ach so. Rebellion. Okay, gehen wir mal in die andere Richtung. Der hat mir hier unten eine Kiste angezeigt. Da komme ich vielleicht noch hin. Ja, da komme ich bestimmt noch hin. Oh ja, komm, erstmal 10 Millionen Spinnen mal wieder. Wo ist sie denn? Okay, ich sollte diesen Angriff über X sollte ich nicht bei Spinnen nutzen. Könnte ich vielleicht später besser benutzen, weil ich brauche ewig, bis der aufgeladen ist. Noch ein Rätsel. Nun, wenn Jack Doyle lösen konnte, kann ich das auch. Ja. Gelöst. Das nächste Symbol könnte versteckt sein. Ach, da oben. Aber noch nicht ganz die Brücke. Das heißt, uns erwartet. Achso. Uns erwarten bestimmt noch 10 Millionen Spinnen. So, wir können einmal nach links und einmal nach rechts. Ja, okay, hier ist aber nichts, oder? Doch, ja. Ihr wartet doch nur auf mich. Och nö, Alter. Wo ist denn euer Nest hier? Incendio. Okay. Revelio. Hier ist nichts mehr, hier ist nichts mehr. Jetzt können wir einmal nach rechts und einmal nach links. Wir gehen einmal hier hoch. Da kommen wir nicht hoch. Was erwartet uns hier wieder? Wow, ich komme nur an der einen Ecke hier hoch. Seltsam. Ich hätte gedacht. Ausrüstungsslot ist wieder voll. Kann man das irgendwie skillen? Dass man mehr Sachen mitnehmen kann? Das nervt mich langsam. Oh, die ist gut.
die ist besser. Nee, warte mal. Die gibt uns 25 Verteidigung und die gibt uns 20 Verteidigung. Also, hä? Wie kann die denn besser sein? Hm. Ja. Die noch weg? Muss unbedingt Sachen verkaufen. Wenn er interessiert wäre. Aber es gibt keine Spur von ihm. Ah, okay. Da sind. Ja, jetzt komm. Sei mal nicht so. Hast du noch irgendwas, was ich verpasst habe? Nö, ne? Rebellion. Huch. Gut, dass Jackdaw da nicht runtergefallen ist. Schon wieder Spinnen bis zum geht nicht mehr. Ich bin froh, dass Richard Jackdaw mir etwas hinterlassen hat. Aber wo kann er sein? Hm. Ach, hier. Oh, hier kommen aber Spinnen. Nicht? Noch immer noch nicht? Expelliarmus! Oh. Incendium! Falsch. Hier ist zwar nirgends ein kopfloses Skelett. Ja, gucken wir mal. Der hat plus 13. Der hat 8. Ja, Offensive müssen wir noch ein bisschen skillen. Jetzt haben wir schon wieder keinen Ausrüstungsslot mehr, oder? Lass mal kurz gucken. Ja, haben wir keinen mehr. Jetzt haben wir wieder einen mehr. Sie jedes Mal mit Ausrufezeichen aufploppen. Bisschen nervig, aber hey. Hä? Hier ist doch alles. Habe ich jetzt neue Ausrüstung bekommen? Nee. Aber dafür kann ich mich wenigstens hier bedienen. Nee, Sammlung ist das. Doch nicht. Okay. Moment. Ja, wusste ich. Oh, ja. Ist ja gut. Oh oh.
Boah, machen die Schaden, Alter. Ins Zentrum. Oh oh. Das ist aber blöd, wenn ihr hinter der Ecke steht. Seltsam. Ich hätte gedacht, dass Jackdaw an dieser Beute interessiert wäre. Können schon wieder in Ausrüstungslot gehen. Weil wir haben nämlich was erhalten, was angeblich besser wäre. Hier. Ne, ist gleich. Ah ne, geht höher. Hä, warte mal. 68. Ja, okay. Recht haben sie, recht haben sie. Gut. Eine Spur von ihm. Das wäre hier überhaupt richtig. Incendio. Komm ich hier? Hier nicht durch. Muss immer komplett außen rumgehen. Spinnen über Spinnen. Ach hier. Hallo? Ja, okay. Ich kann nichts machen. Oh, what the fuck? Das ist manchmal blöd, wenn du noch in der... Also, ich kam gerade von dem Protest nicht runter. Weil ich noch in dem Zauber drin war. Das war schon so ein bisschen blöd gerade. Ich bin froh, dass Richard Jackdaw mir etwas hinterlassen hat. Aber wo kann er sein? Bin ich auch froh drüber. Eine unberührte Truhe. Jackdaw war bei seiner Suche hier nicht sehr gründlich. Das ist korrekt, ja. Wohin geht's hier? Irgendwie so eine Vermutung. Muss ich hier überhaupt lang? Ach hier. Ah.
Revelio. Jetzt war es nichts, okay. Ach hier. Seltsam. Ich hätte gedacht, dass Jackdaw an dieser Beute. Ist das nervig? Aber es gibt keine Spur von ihm. Also wenn ich hier so viele Heiltränke finde, ja, dann kann das ja nichts Gutes heißen, oder? Gucken. Was gibt's hier noch so? Nix. Ah, doch. Wie komme ich denn darüber? Nicht so schnell. Wie komme ich denn da jetzt rüber? Ah, doch. Ich glaube, ich weiß wie. Ach, hier. Zwar nirgends ein kopfloses Skelett, aber dafür kann ich mich wenigstens hier bedienen. Okay, wir haben nun wieder bessere Ausrüstung. Demnach können wir uns jetzt auch besser ausrüsten. Der gibt uns mehr. Das ist ein bisschen nervig mit dem Ausrüsten hin und her, ey. Da bin ich voll bei euch. Legendär sogar. Okay. Oh, sieht schon schick aus. Komm, spring. Sind eh darüber. Waren wir hier? Ich habe gerade Gegnerz gesehen. Habe ich hier überhaupt ins Wasser? Oh, wird schon schief gehen. Da ist sie, die Brücke. Sie ist fast fertig. Oh, fuck. Noch mehr Spinnen? Die können Richard doch nicht an den Kopf bekommen. Protego! Incendio! Ey, ich hatte ein Protego. Rudi, ich muss los. Bus kommt. Oder?
Mach's gut, Monster. Seit Jackdaw hier war, haben sich diese Spinnen sicher rasant vermehrt. Die Megaspinnen greifen an, ey. Revelio. Ja, du bist unterm Boden. Kann ich nicht aufheben. Hm. Ist denn also. Na gut, liebe Freunde. Bevor wir jetzt über die Brücke gehen, Spoiler Alert, geht's nächste Folge wieder weiter, ja. Nächste Folge sehen wir, wie wir über die Brücke gehen und was wir dahinter überhaupt finden. Ob da nochmal mega, mega, mega Spinnen kommen. Das sehen wir dann, ja. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Lasst gerne ein Like da und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.